Hey, hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unity. Und ihr seht, wir sind hier im Meißelmodus. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir werden jetzt erstmal alle diese Dinger zu Bits machen, weil das sind die Sachen, die wir ja übrig haben von den abgerissenen Häusern. Weil ich habe so viel Mist hier drin, ne? Tatsächlich. Ja. Dann kriegen wir nämlich auch mal ein paar Bits zurück. Tatsächlich. Davon 21 Stück, krass, okay. Egal. Machen wir die alle klein gleich. So, hier haben wir noch zwei, da haben wir noch ein bisschen was. Baumstämme haben wir noch übrig. Da haben wir noch was. Ich glaube, das war's, ne? Okay, das sind Vorlagen, die können wir nicht löschen. Das sind nämlich die Vorlagen tatsächlich von Zaun. Aber wo ist denn der Meißel? Da haben wir den Meißel. Den stellen wir jetzt erstmal auf Same Material. Und hier erstmal überall das Dach weg. Damit wir die Bits schon mal wieder haben. Bei hier das. So, wir wollen ja hier nichts verschwenden, ne? Wir wollen ja hier nichts verschwenden. Also die Unity-Folgen ab jetzt, da ich Unity nicht mehr streamen werde, weil das im Stream zu sehr huggelt. Und wir wirklich nur noch den Hof zu Ende bauen müssen, weil ihr seht, es ist schon wieder tote Hose hier. Kommen jetzt wirklich alle Folgen. Ich baue jetzt in Ruhe mein Haus fertig, dann dekorieren wir ein bisschen. Das nehme ich alles auf, damit Unity einfach noch ein bisschen weiterläuft für euch. Weil ich sonst schade finde, wenn wir das jetzt direkt irgendwie so sterben lassen. Oder das jetzt irgendwie komplett stirbt. Deswegen machen wir nämlich jetzt das Haus hier weiter. Und da müssen wir einmal diese wunderschönen Unterlagen kaputt machen. Und holen uns einmal den als Unterlage. Oder als Vorlage, sagen wir es mal so. Und dann natürlich diese beiden Sachen hier. Damit wir hier auch weitermachen können, ne? So, jetzt stellen wir erstmal ein auf Platzieren beides. Essen natürlich auch erstmal was nebenbei. Okidoki. Und wir können jetzt hier, wie ihr seht, getrost erstmal hochstecken uns. Genau, dann geht es hier einmal. Da brauchen wir eine Baumstämme. Haben wir da noch ein paar bestimmt. Genau, da haben wir da noch ein paar von. Ja, ich mache mal ein paar mehr. Schadet ja nicht, ne? Die haben wir immer rausgucken lassen. Okay. Und dann habe ich das Stück erstmal aufgefüllt. Ich muss ab und zu mal gucken. Beziehungsweise auch rund gemacht, ne? Okay, dann kommen hier natürlich auch runde Dinger hin. Logischerweise. Das muss ich aber jetzt tatsächlich mal auf normal stellen. So.
machen wir das natürlich auch. Mach mal hier. Hätten wir direkt mehr machen können, aber 5 reichen eh nicht. Zwei, drei. Okay, machen wir einfach alle. So. Okay, machen wir das nämlich jetzt erstmal hier quasi aufmachen. Oder auffüllen. Hier auf dem Stück passiert ja dann theoretisch nichts mehr, bis wir oben ans Schreck kommen, ne? So, okay. Jetzt theoretisch geht's dann weiter, ne? Das heißt, ich fülle das mal von rechts nach links auf. Ja, so wird's wahrscheinlich jetzt nicht sein. Aber warte mal. So wahrscheinlich, ne? Ja, logischerweise kommt der dann weg, weil hierfür haben wir ja dieses wunderschöne Geschöpf. Dann wieder den kleinen. Kommt der wieder weg. Kommt hier der große. The big one. The little one. Oh, sah das wirklich so viel höher aus da hinten? Tatsache. Wir haben nicht mehr genug Röststoffe. Das heißt für uns, wir holen ein bisschen davon. Wenn es wirklich daran liegt. An diesen wunderschönen Blöcken. Ah, es hat daran gelegen, alles klar. Okay, es hat auf jeden Fall an diesen Blöcken gelegen. Dann können wir aber hier jetzt einmal weiterbauen. Hochkant, ne? Ja. Und dann der Ah! Scheiße, der Kleine, aber andersrum. Jetzt haben wir den aber hier drin, ne? So, okay. Alles klar, okay, dann geht das hier rein, logisch. Und dann, ja. Okay, dasselbe machen wir mit der anderen Seite mal. So, einmal hier rüber. Ich habe ja auf links gemacht. Falsch. Ja, so ist richtig. Ey, was will der PC von mir? Das stecke ich schon mal bis oben. Und dann füllen wir das wieder auf, weil logischerweise. So. Müssen wir das nämlich jetzt so einmal zu Ende bauen, wie eben auch, ne? Beim anderen Haus müssen wir von außen auch noch was machen. Ein bisschen was machen zumindest. So, ein bisschen hoch, das wäre auch genau perfekt. So, jetzt brauchen wir einmal hier... Kann ich natürlich dann immer bis zum Ende bauen. Und hier weiß ich jetzt schon, dass da einer hin muss. Okay. Langsam check ich's. Ich hab's langsam raus, Leute. Ich hab's langsam raus. Okay, nice. Jetzt steht das Dach. Jetzt brauchen wir zwei andere Vorlagen. Und zwar machen wir die einmal clean. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir jetzt den hier und den hier. Platzieren. Platzieren. Jetzt können wir nämlich, wenn wir das einmal drehen jeweils, das Dach hier zumachen, indem wir immer diese Dinger hier setzen. Oh. Oder halt verfehlen. So. Okidoki, den sammeln wir direkt wieder aus. Nehmen wir es immer als Material dann zurück. Dann haben wir es.
Hier, die Hunde rasten gerade unten aus. Ich glaube, da ist der Paketmann oder so. Und bellt der Kleine zumindest immer. Okay, wir brauchen mehr Bits. Nimm die erstmal auf hier, damit die nicht rumfliegen. Und zwar ganz normale Eichenholzbits. Haben wir denn da noch was da? Eichenholz, ja, hier mal Eichenholzbretter. Die Steps können wir eigentlich auch verarbeiten. Haben wir sie mal weg. Da. Wobei wir davon eh nicht so viel brauchen. So. Ach, die kann ich gar nicht wegchiseln. Alles klar. Ich dachte vielleicht, aber wenn man die immer so macht, dann verbinden die sich ja zu einem Block, ne? Schade. Ah. Das wollte ich fummeln und es ging gar nicht, ne? Ist natürlich auch schlecht. Egal, bauen wir erstmal weiter. Erstmal hier die Seiten dran in Ruhe. Okay, das will jetzt wieder nicht hier dran, weil da kein Block drunter war. Aber das umgehen wir natürlich ganz schnell. Denn wir möchten das umgehen. So, jetzt gehen wir auf die Seite. Flitzen wir mal hier rüber. Und drehen den ganzen Spaß einmal im Kreis. Machen quasi dasselbe einmal hier auf der Seite. Scheiße. So. Ich habe mir hier was vorgenommen mit diesem Dach. Wahnsinn. Deswegen habe ich zum Glück die anderen Häuser reißen wir, haben wir ja abgerissen. Spontan. Weil so viel schaffe ich gar nicht zu bauen, tatsächlich. Ich glaube, dann würde das Projekt, obwohl schon längst zu Ende ist, noch Millionen Jahre gehen. So. Machen wir natürlich auf der Seite hier weiter. Denn das Dach muss ja irgendwann geschlossen sein. So, wir flutschen immer mal hier so quer. So. Eins, zwei, drei. Schweinerei. Da. Dach für Dach für Dach. Jetzt seht ihr auch mal, wie ich das Dach eigentlich so gebaut habe. Habe ich das mit euch nicht schon mal gebaut? Oder habe ich das offline gebaut? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst. Ich glaube, ich habe es tatsächlich offline gebaut, ne? So, Holz ist alle. Dann flitzen wir nochmal hier rüber. Jetzt seht ihr aber, wie schön ich das immer kopiert habe. Eichenholz war das, ne? So, einmal weg. Ja, 32 Stück müssten easygoing reichen. So viel Dach wollen wir ja auch nicht mehr haben. So. Reicht locker. Okay. Machen wir hier einfach mal weiter im Text. Mal treffen, das ist immer ein bisschen schwer. So. Okay, nächste. Sonst passiert nämlich das da oben, aber alles gut. Können wir ja wieder kaputt machen.
können wir ja wieder zerstören, zerstören, zerstören. Die Decke wäre, die Decke sag ich schon, die Folge werde ich auf jeden Fall Dachdecker nennen oder sowas. Weil Easy Going ganze Folge damit verbracht, so ein scheiß Dach da drauf zu ziehen. Aber gut. Ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Wie gesagt, Unity nur noch als Bauprojekt, so als Endeprojekt, solange bis wir noch spielen können, solange es nicht mehr leckt. Streamen kann ich es nicht mehr. Ich werde aber den Hof dennoch gerne einmal komplett fertig bauen, denn ich mache keine halben Sachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.